Ja, liebe Facebook-Gemeinde, zum Start unseres neuen Formats Drei Fragen an haben wir euch diese Woche die Möglichkeit gegeben, drei Fragen an unseren Bundesvorsitzenden Dr. Hubertus Porschen zu stellen. Hubertus ist nicht nur Bundesvorsitzender von Die jungen Unternehmer, sondern er ist gleichzeitig auch erfolgreicher Gründer. Und ihr habt zahlreiche Fragen gestellt und er wird gleich hier sein und drei von euren Fragen im Video beantworten. Also, was denkst du ist wichtiger, gute Ideen oder harte Arbeit? Ja, ich glaube, beides ist wichtig. Also ohne harte Arbeit geht es definitiv nicht und ohne gute Ideen ist man sicherlich nicht innovativ. Also da ist es schon Aufgabe des Unternehmers, das Unternehmen immer weiterzuentwickeln, nicht nur zu reagieren, sondern auch zu agieren und ständig neue innovative Ideen zu entwickeln. Eine Frage war, welches Buch dich für deine berufliche Laufbahn am meisten inspiriert hat? Ich glaube, es gibt nicht ein Buch, was mich inspiriert hat, sondern ganz viele Bücher, weil ich prinzipiell gerne lese und ganz viele Bücher schon gelesen habe. Und ich würde auch nicht unterscheiden nach Büchern, die mich beruflich inspiriert haben und privat, sondern das ist für mich eigentlich eins. Mein Beruf ist mein Hobby und mein Hobby ist mein Beruf. Von daher sind das sicherlich eine ganze Menge Werke. Auf der einen Seite wissenschaftliche Bücher, ob das jetzt Hayek ist oder Schumpeter, der sozusagen mein geistiger Vater ist. Alles, was mit Innovationen zu tun hat, ist sicherlich spannend. An Unternehmerbiografien habe ich jetzt kürzlich von Elon Musk die Biografie gelesen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr inspirierendes Buch, was einem nochmal einen Push gibt, sich auch weiterzuentwickeln. Aber es sind sicherlich auch Romane dabei, wo man immer wieder seine Lehren draus zieht, die man auch auf geschäftliche Prozesse beziehen kann. Und wie gehst du mit gescheiterten Projekten um? Ziehst du Lehren? Ja, sicherlich. Also ich glaube, die meisten Unternehmer scheitern täglich und machen täglich kleine Fehler. Das soll auch erlaubt sein. Ich glaube, je innovativer man ist und je mehr verrückte oder auch gute Ideen man hat, desto größer ist auch die Chance, dass man mal Fehler macht und mal daneben liegt. Diese Fehlerkultur sollte man meines Erachtens auch beibehalten, weil man sonst irgendwann abstumpft. Aber vollkommen richtig ist, dass man die Fehler auch reflektieren sollte, daraus lernen sollte, sich zusammensetzt, das im Team bespricht, überlegt, wie man es besser macht und nicht denselben Fehler dreimal macht. Ja, das waren sie schon, die drei Fragen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an euch, dass ihr eure Fragen gestellt habt und die anderen Fragen werden wir noch schriftlich beantworten.